Der da ist der Neue in der Familie, der Skoda Octavia in der vierten Generation. Und den gucken wir uns jetzt genauer an. Gleich an der Front begrüßt uns das neue Skoda-Markengesicht. Dominant sind hier besonders der neue Kühlergrill und die Matrix-LED-Scheinwerfer, die optional erhältlich sind. Durch neue Linien, den längeren Radstand und den flach abfallenden Heck wirkt der neue Octavia dynamischer. Auch am Heck fallen viele Neuerungen auf. Die neuen designten Rückleuchten, hier im zweigeteilten Design, der Skoda-Markenschriftzug, die elektrische Heckklappe mit der Rückfahrkamera integriert, sowie der neuen schwenkbaren Anhänger-Zugvorrichtung. Der Skoda Octavia liefert euch das größte Kofferraumvolumen seiner Klasse. Er liefert euch hier ein Kofferraumvolumen von 640 bis 1700 Litern. Und jetzt zeige ich euch noch den Innenraum. So, im Interieur angelangt, fällt gleich das neue Lenkrad des Octavia auf. Denn hier haben wir mittlerweile ein Zweispeichen-Lenkrad. Das heißt, die letzte Speiche fällt hier weg. Optional wird es hier aber noch ein Dreispeichen-Lenkrad geben. Ansonsten ist das Fahrzeug sehr aufgeräumt. Wir haben hier klare Linien und erstmals bei Skoda ein Head-Up-Display, welches in die Frontscheibe projiziert wird. Die Konnektivität wird hier groß geschrieben. Mit dem Fahrzeug seid ihr always on. Auch unter der Haube hat sich viel getan. Hier erwarten euch eine Menge Antriebe. Diesel, Benziner, Plug-in-Hybriden, Mild-Hybriden und ein Gasantrieb stehen in der vierten Generation des Octavia zur Verfügung. Mein Name ist Laura Ehrenfeld und wenn ihr den neuen kennenlernen wollt, dann meldet euch bei uns bei Skoda in Bad Camberg oder bei Skoda in Dietz. Wir freuen uns auf euch.